Aber was ist das da? Und sieht genau unsere Köpfe. Ja, wir haben uns gedacht, das wäre ein ganz professionelles Video mit externem Mikrofon und bester Kamera machen. Ja, es gibt einige Themen, die wir uns so rausgesucht haben, wo wir dachten, das wäre mal richtig interessant, darüber zu reden. Und ein Thema, was uns, also eigentlich haben wir die letzten 12 Monate Revue passieren lassen, wenn wir jemals an einer schönen Location sind. Welches Thema wäre was, wo uns am Herzen liegt, ja, wenn uns jemand zuhören möchte, das hätte was, weil es wichtig ist. Ja? Und da haben wir einige Themen gesammelt, so ungefähr 5, 6 Stück. Und eines davon ist, was wir immer festgestellt haben, die Wichtigkeit der Gemeindezugehörigkeit. Eigentlich ein stinklangweiliges Thema, ne? Da schlafe ich schon ein, wenn ich das höre. Aber das Thema hat es richtig in sich. Tina, warum ist das wichtig, als Christ verbindlich zu einer Gemeinde zu gehören? Ich kann doch auch ohne Gemeinde. Gemeinde ist doch komisch. Gemeinde verletzt Menschen. Gemeinde kann zur Gesetzlichkeit oder Liberalität neigen und fungieren. Ist meine Hose nass? Nein. Tina, warum ist die Gemeindezugehörigkeit so wichtig? Und ich werde ein bisschen aus dem Bild gehen, dann sieht man dich ein wenig besser. Ja, ich denke, wenn du Gott erleben willst, dann erlebst du ihn in der Gemeinde. Der Geist Gottes wirkt innerhalb der Gemeinde. Und ja, um im Glauben zu wachsen, um voranzukommen, brauchst du die Gemeinde. Du brauchst die Geschwister, die dich ja weiterbringen, die dich ermutigen, die dich auch ermahnen. Ja, auch wo du dich einbringen kannst mit deiner Begabung, wo du wachsen kannst auch in deiner Begabung. Warum würdest du sagen, ist wichtig eine Gemeinde? Also ich würde sagen, erstmal ist es primär wichtig, weil wenn wir die Bibel ernst nehmen, und ich glaube daran, die Bibel ist Gottes lebendiges Wort für das Jahr, auch für das Jahr 2022. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, so werden wir an so vielen Stellen feststellen, die Gemeinde ist der Ort, durch den Gott wirkt. Auch durch die Einzelperson, aber auch durch die Gemeinde. Und warum sollte ich mir als Christ das entgehen lassen wollen? Ich will doch Gott erleben. Und so ein Spruch, den wir jetzt in dem letzten Jahr immer mal wieder gebraucht haben, ist, wenn du Gott erleben willst, schließ dich verbindlich einer guten Gemeinde an. Gibt es so ein paar Kriterien, woran man die gute Gemeinde erkennt und woran nicht. Können wir vielleicht mal wann anders was dazu sagen. Aber ich will Gott erleben. Wirklich, ich will Gott in meinem Leben erleben. Und wenn Gott sagt, ich wirke besonders auch durch die Gemeinde und in der Gemeinde, dann ist es erstmal eine Aufforderung Gottes an mich persönlich, mich verbindlich einer Gemeinde anzuschließen. Ja, und ich denke, das ist ja auch was Schönes, also die Gemeinde, Gemeinschaft zu haben mit anderen Christen, die das gleiche Anliegen haben wie du, Jesus nachzufolgen, sich zu treffen, zu beten, gemeinsame Gebet auch, das kannst du alleine nicht haben. Also wir sind eigentlich immer wieder damit konfrontiert, dass liebe Menschen, wertvolle Menschen sagen, Gemeinde hat so bei mir zu Verletzungen und Enttäuschungen geführt, ich will das einfach nicht mehr in meinem Leben. Und das ist natürlich irgendwo erstmal nachvollziehbar. Ne? Das tut mir leid, wenn jemand sowas erlebt hat. Tut mir wirklich von Herzen leid. Aber das ändert nichts daran, dass es auch, ja, also, dass Gott uns dazu auffordert. Und hier sage ich eigentlich immer genau eine Sache und ich erlaube mir, sie an der Stelle auch zu sagen. Ich bin nicht in einer bibeltreuen, evangelikalen, bibelzentrierten Gemeinde aufgewachsen. Das bin ich nicht. Und ich muss dir ehrlich sagen, was würde ich darum geben, wenn ich in einer solchen Gemeinde aufgewachsen wäre? Stell dir vor, 20% oder vielleicht sogar 30% der Gemeinde wäre richtig daneben gewesen. Vielleicht von den Menschen her, vielleicht auch sogar von den Lehren, vielleicht wäre es zu liberal, zu gesetzlich, was auch immer. Aber ich hätte dort doch trotzdem das Evangelium gehört. Jetzt habe ich die Herausforderung. Ich habe das Evangelium ja erst mit Mitte, Ende 20 gehört. Das ist mir vorher in dieser Klarheit überhaupt nicht begegnet in meinem Leben. Und jetzt begegnen mir immer wieder Menschen, die sagen, ach, das war so schlimm und oh, was habe ich für Verletzungen
ja in meiner Kindheit durch die Gemeinde oder noch schlimmer, ne? Ich sehe immer wieder Dokus, wo dann Leute sagen, es war so schlimm in der Freikirche. Zweimal die Woche mussten wir in die Gemeinde gehen, obwohl wir gar nicht wollten. Ja, aber was soll ich sagen? Ich bin als Zeuge Jehovas aufgewachsen. Wir sind dreimal die Woche in den Königreichssaal gegangen. Und ich muss sagen, ich sehe jetzt nicht, dass ich da den großen Schaden gehabt hätte. Also natürlich war das auch komisch und es war natürlich vieles auch schlecht, muss ich sagen. Aber ich habe auch wertvolle Dinge dadurch gelernt. Ich glaube, das ist schon auch wertvoll, ne, für Kinder, was du da halt mitnimmst, dass du auch mal zu Veranstaltungen gehst, wo du vielleicht nicht mal hart Bock drauf hast. Das ist ja auch eine Fähigkeit, die du immer wieder im Studium, im Berufsleben, in der Ausbildung oder wo auch immer brauchst. Ja, und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, wenn dann Leute sagen, über eine Freikirche sagen, die ich eigentlich von der Ausrichtung her super finde, wo ich mir denke, um Himmels Willen, wie kannst du das nur sagen? Wie gerne würde ich mit dir tauschen? Wie gerne hätte ich deine Kindheit gehabt und das gehört, was du gehört hast? Und du sagst, es war so schlimm, weil dich irgendein Hanswurst verletzt oder beleidigt hat. Es ist ja meistens nicht kollektiv. Die ganze Gemeinde hat auf mich eingedroschen verbal. Es sind ja meistens ein, zwei Kasper, die einen wirklich irgendwo verletzt haben, wo man dachte, wo bin ich da gelandet im falschen Film. Und das hat zur Verletzung geführt und zur Enttäuschung. Verstehe ich, ja. Es tut mir wirklich sehr leid, wenn du das so erlebt hast. Aber das ändert doch nichts an der anderen Seite der Medaille. Ja, ich glaube, ich habe genug dazu gesagt. Also zumindest zu diesem Punkt. Tina, hast du Ergänzungen? Ja, ich glaube, also mir ist gar nicht so sehr wichtig, was jetzt persönliche Meinung über Gemeinde und so weiter ist, sondern was Jesus auch über seine Gemeinde sagt. Und er redet von der Gemeinde als seiner Braut. Und wer bin ich, dass ich Gemeinden schlecht rede? Also die Gemeinde Christi, die ist wertvoll, kostbar, heilig. Und ja, wenn Jesus das sagt, wer bin ich, dass ich sage, oh, die Gemeinde ist so furchtbar und furchtbar. Das glaube ich nicht. Und wir haben alle, also ich bin unperfekt, die Leute, die da hinkommen, sind unperfekt. Was will ich erwarten? Aber ich denke halt, wenn ich im Glauben vorankommen will, dann brauche ich eine Gemeinde. Und ich selber bin sehr, sehr dankbar auch für Geschwister, die weiter sind im Glauben als ich, von denen ich super viel lernen kann. Ja, die einem helfen, auch wenn man Fragen hat oder ja, für ein Beten mit einem unterwegs sind. Das ist für mich eins der größten Geschenke in meinem Leben, die Gemeinde. Genau. ich habe noch ein Schlusswort, aber hast du noch ein Schlusswort, bevor ich das Schlusswort mache, wenn ich mir das erlauben darf? Ja, also ich denke, mein Schlusswort wäre gerade für die, die sagen, oh, ich bin enttäuscht von Gemeinde. Ich kann natürlich nicht wissen, warum du enttäuscht bist und ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil ich es nicht erlebt habe. Aber ich denke, es ist es wert, der Gemeinde nochmal eine Chance zu geben. Mein Schlusswort ist, ich habe es mir überlegt, ja, also jetzt nicht so lange. Jedenfalls, mein Schlusswort ist, willst du was erleben, such dir eine Gemeinde und mach da verbindlich mit. Und was man in der Gemeinde so alles machen kann, unter anderem durch Evangelisation und Gebet, das wäre ein Thema, was wir vielleicht in einem weiteren Video hier von diesem sehr, sehr schönen Strand einer Insel packen. Was ist das da? Also, dir gefällt das. Und sieht genau unsere Köpfe. Also.